Hey Leute, Quarko hier. Familie haben ist ja etwas richtig Schönes. Ich meine, vor fast einem Monat ist Weihnachten zu Ende gegangen und wir haben die Zeit hoffentlich alle mit unserer Familie gut genutzt. Und auch in Serien oder Filmen gibt es jeweilige Familien. Und so auch bei Avatar, der Herr der Elemente. Leider haben wir nicht wirklich mitbekommen, was mit Aangs Familie abging. Aber dafür war das Thema Familie ganz groß und wichtig in Avatar. Ob bei Zuko, Katara oder Toph. Jeder hatte gute als auch schlechte Zeit mit seiner Family. Aber wenn unsere Helden aus Avatar mal selber irgendwann groß und erwachsen sind, wie sind die eigentlich als Eltern? Und deswegen gibt es heute für euch das Thema, das traurige Leben als Kind von Avatar Aang. Macht euch Tee und legt euch hin, denn das wird ein sehr emotionales Video. Kaya, Bumi und Tencent sind alles Kinder vom großen und legendären Avatar Aang. Ihr Vater ist ein Held und ihre Mutter eine Heldin. Das Leben als Kind solcher Eltern muss bestimmt aufregend und schön gewesen sein. Aber nein, das war es nicht mal ansatzweise. Tencent hatte eine komplett andere Kindheit als Kaya und Bumi. Und das Wichtigste bei dem Problem sind leider die Bändigungskräfte. Das älteste Kind, Bumi, kam als Nichtbändiger zur Welt. Natürlich absolut schlecht, wenn Aang der letzte Luftbändiger ist und ein weiterer Luftbändiger essentiell wichtig ist. Dann als zweites kam Kaya, eine Wasserbändigerin. Auch rein theoretisch zur Rettung der Luftbändiger schlecht. Sehr schlecht. Und als letztes kam Tenzin, ein Luftbändiger. Endlich. Ja, es ist klar, worauf es jetzt leider hinausläuft. Aang hat seine ganze Liebe und Zeit, die er hatte, nur in Tenzin gesteckt. Tenzin war immer sein kleiner, süßer Luftbändiger, der die Rettung bedeutete für das Element Luft. Der wichtigste Nachkommen aus Aangs Sicht. Und Kaya und Bumi waren dann nur noch so etwas wie seine Kinder. Er hat sie zwar geliebt, aber es war nicht vergleichbar wie die Liebe, die er Tenzin schenkte. Tenzin ging alleine mit seinem Vater auf Reisen. Er war auf der Kyoshi-Insel und war Elefantenkoi reiten mit Aang. Und Bumi und Kaya waren nur zu Hause und haben etwas mit Katara gemacht. Bumi hatte es, um ehrlich zu sein aus meiner Sicht, es als Kind etwas schwieriger, beziehungsweise am schwierigsten. Er war nicht bändiger und somit ist es auch voll verständlich, dass er, wenn Katara Kaya etwas beigebracht hat, nicht dabei war. Denn Kayas Wasserbändigungs- und Heilungsskills kamen nicht von irgendwo. Ich denke, Bumi war deswegen so der Einzelgänger. Aber wie muss man sich dann als Kind vom angeblich großen Avatar Aang fühlen? Ich denke, ziemlich beschissen. Du hast einen legendären Vater, der nichts mit dir macht und nur deinen kleinen Bruder bevorzugt. Und Tenzin, wie wir es in Korra mitbekommen haben, fiel das alles gar nicht auf, bis Kai und Bumi ihn mal darauf hingewiesen haben, dass Vater nur etwas mit ihm gemacht habe. Tenzin hatte ganz offensichtlich eine schöne Kindheit, Kaya eine relativ okaye. Ihre Mutter war perfekt für sie da, für Bumi zwar wahrscheinlich auch, aber Bumi konnte mit seiner Mutter, denke ich mal, nicht so gut connecten, wie als wenn er mit Avatar Aang reden würde. Das würde es auch erklären, als Aang gestorben ist und Katara Hilfe brauchte, dass nur Kaya als einzige hingegangen ist, um ihre Mutter zu unterstützen. Währenddessen hat Tenzin all die Aufgaben seines Vaters übernommen und Bumi ist komplett weggegangen und hat seine eigene Flotte gehabt. Echt krass, wenn wir mal darüber nachdenken. Aber um ehrlich zu sein, die meisten sind der Meinung, dass Avatar Aang ein schlechter Vater war. Aber wir müssen auch mal seine Perspektive betrachten. Er war der letzte Luftbändiger auf Erden. Der Avatar. Im Rat von Republika, der Retter der Welt und die Hoffnung eines fast ausgestorbenen Elements. Er hatte also tragischerweise keine andere Wahl, als Tenzin gut auszubilden. Ansonsten haben wir dann Luftbändiger, der nicht luftbändigen kann und es auch nicht weitergeben kann. Wie zum Beispiel an seine Kinder. Iki, Milo und Jinora. Dann hätten wir es richtig ein Problem. Und die Elemente wären gar nicht mehr im Gleichgewicht. Ja, das wäre nicht mal ansatzweise gut. Also, wie ist es möglich, sich um all seine Kinder gleichermaßen zu kümmern, aber trotzdem noch ein guter Ehemann zu sein und ein Kind besser auszubilden und das Element Luft zu retten und die politischen Themen alle klären zu können? Und selbst hat man keine Ahnung, wie Elternsein eigentlich funktioniert, denn Aangs Eltern waren nie für ihn da. Selbst Gyatso, der die ersten 12 Jahre seines Lebens begleitet hat, ist dann getötet worden und konnte Aang nicht mehr weiterhelfen. Aang hatte niemanden. Keinen, an den er sich wenden könnte, von dem er irgendwie Hilfe bekommen könnte. Es war mit den Lasten und Aufgaben vorprogrammiert, dass er es nicht hätte besser machen können. Aber trotzdem liebt er Kaya und Bumi. Ich meine, klar, es sind seine Kinder. Er konnte bloß einfach nicht viel Zeit mit ihnen verbringen. Also ist Aang ein schlechter Vater? Nein. Das habe ich auch schon mal beantwortet in einem anderen Video, wo es nur um Aangs Sicht ging. Und wir müssen mal überlegen, was würden wir machen, wenn wir in Aangs Position wären oder in der von Kaya und Bumi. Denn Tenzin ist ja relativ okay aus dem Schneider. Außer, dass halt seine Geschwister natürlicherweise eifersüchtig auf ihn sind. Das Schöne trotzdem bei der ganzen Sache ist das Familienfoto von Aangs und Kataras Familie. Denn da schauen sie alle glücklich aus. Aber Fotos täuschen, wie wir gerade erfahren haben. Wir haben nämlich all die Probleme in die Legende von Korra gehört. Also war die Familie gar nicht so glücklich
durch und es war eigentlich alles nur Schein. Und bei den ganzen Sachen haben wir noch gar nicht erst über Katara gesprochen. Als Ehefrau hat sie wahrscheinlich am wenigsten von Aang gehabt. Selbst noch weniger als Kaya und Bumi. Denn wenn Aang von seiner Reise mit Tencent wiederkommt, möchte er wahrscheinlich erstmal zu seinen anderen Kindern und ein bisschen nachholen. Und Katara würde dann zu letzter Stelle kommen. Das soll jetzt aber nicht so klingen, wer am wichtigsten ist und wer am unwichtigsten. Familie ist natürlich gleichermaßen wichtig. Aber Aang hat sie anders behandelt. Aber ich denke trotzdem halt, Aang hätte Katara am wenigsten Liebe geschenkt, weil er einfach schon so viel Zeit mit ihr verbracht hat. Ich meine, die ganzen Abenteuer in Avatar und den Comics. Da war natürlich Katara dabei. So, Freunde, das wäre schon vom etwas traurigeren Video. Was denkt ihr über Aang, Kaya und Bumi, Katara und Tenzin? Schreibt mir eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Falls ihr, by the way, mehr Familienfotos über Avatar sehen wollt, wie zum Beispiel über Toffs, Sukos oder Sokkas und Kataras Eltern, schreibt es mir auf jeden Fall auch in die Kommentare. Es würde mich, by the way, richtig freuen, wenn ihr das Video liken könntet, meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann werdet ihr auch immer direkt benachrichtigt, sobald ich ein Avatar-Video hochlade. Es würde mich nebenbei auch noch richtig freuen, wenn ihr meinen Instagram-Account abchecken könntet, denn ich habe da erst vor ein paar Tagen neue Fotos hochgeladen. Und dann wisst ihr auch, wie euer Koako aussieht. Okay, eigentlich habe ich heute erst ein neues Foto hochgeladen. Naja gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen. Bis die Tage und Sayonara.